Ist alles aus? Geht's weiter? Wenn, dann wie? Leider ist noch keiner zurückgekommen, der Licht ins Dunkel dieser Fragen bringen könnte. Doch, einer ist zurückgekommen, Jesus. Aber auch andere konnten einen Blick ins Jenseits werfen. Josef Atzmüller zum Beispiel. Im Gespräch mit Beate Bruckner erinnert er sich an jene Stunden, die er, so sagt er, im Jenseits verbracht hat. Wie sie dann eben den Körper verlassen haben und sich von außen auch da liegen sehen konnten und wahrnehmen, waren sie dann bereits als klinisch tot erklärt? Also das kann ich nicht ganz so sagen, das weiß ich nicht konkret. Ja, ich weiß nur, dass ich dann für tot erklärt worden bin, kurz nach 20 Uhr. Wie spät es wirklich ist, man verliert nämlich jeden Bezug zur Zeit. Ja, man trennt sich von der Zeit sozusagen. Es gibt zwar Abläufe, es gibt Prozesse, aber die Zeit, wie wir es empfinden, die gibt es dann nicht mehr. Wir empfinden diese Zeit ja nur deswegen so, weil wir vergänglich sind oder in einem vergänglichen Körper sind. Deswegen haben wir dieses Zeitempfinden, deswegen sind wir gebunden an die Zeit. Nachher gibt es nichts Vergängliches mehr in diesem Sinne. Und daher, ja, es werden Sekunden zu Jahren, zu Jahrtausenden, es werden Jahrtausende zu Sekunden. Man verliert diese Zeit. Im Grunde genommen, wenn ich Ewigkeit definieren würde, würde ich ja sagen, Ewigkeit ist etwas, wo die ganze Zeit enthalten ist. Und ich kann mir aussuchen, welchen Zeitpunkt ich jetzt betrachte oder an welchem Zeitpunkt ich stehe. Das ist die Vergegenwärtigung einer x-beliebigen Zeit. Zeit hat Raum in der Ewigkeit. Ja? Aber Ewigkeit ist nicht die Zeit, die nicht aufhört, sondern sie ist wirklich von der Zeit losgelöst. Wie Sie dann eben sich losgelöst gefühlt haben, war es am Anfang, wie Sie gesagt haben, etwas chaotisch und verwirrend. Und war es dann irgendwie schlimm mitzubekommen, dass Sie für tot erklärt werden? Oder ist es dann gleichgültig? Ich war natürlich schon irgendwie auch angespannt, weil ich ja auch nicht wusste, was geschehen wird. Ja, ich habe dann erlebt, dass es dann um mich völlig auch finster geworden ist. Und in dieser Finsternis habe ich so etwas plötzlich wie einen Film gesehen. Und ich habe am Anfang gar nichts anfangen können damit. Ich habe aber dann festgestellt, dass ich selbst in diesem Film mitwirke, also sozusagen der Hauptdarsteller bin. Ich habe sozusagen Phasen meines Lebens erlebt. Erlebt oder gesehen? Das kann man nicht so einfach trennen. Man sieht es und erlebt es. Es wird praktisch die Zeit, wenn man so will, wieder hereingeholt. Da ist dann von der Geburt an oder von welchem Zeitpunkt an? Also für mich war dieser Ablauf des Lebensfilms sozusagen schon chronologisch meines Lebenslaufes gegeben. Wobei aber nur Teile, ich mich an, wirklich an Teile nur erinnern kann, wo ich in meinem Leben falsche Entscheidungen getroffen habe. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich sagen hätte können, Josef, das hast du klasse gemacht, das war gut, das war toll. Ich kann mich nur erinnern an Situationen, wo ich einfach falsche Entscheidungen getroffen habe. Ich denke, dass das auch aus meiner Überzeugung heraus wichtig ist, dass das so ist. Denn was wirklich in uns sterben muss, sozusagen, ist eigentlich unser Stolz. Nicht? Und wenn wir jetzt unsere guten Taten, also unsere guten Taten sehen würden, ja, dann wird es schwer sein, sozusagen diese Reinigung zu erfahren, die notwendig ist, um in diese ewige Herrlichkeit eingehen zu können. Das heißt, es hat einfach begonnen mit einer Situation in Ihrem Leben, wo Sie das erste Mal sich falsch entschieden haben. Ja, wobei die erste für mich wichtige Situation war eigentlich, wie ich 4 Jahre alt war und ich meine Schwester, wir sagen im Waldviertel, sekiert habe, also geärgert habe, verärgert habe. Und da war eine Stimme da, die gesagt hat, das war nicht in Ordnung. Und ich wollte das absolut nicht akzeptieren. Nicht? Warum war das nicht in Ordnung? Ich habe sie nicht verletzt, ich habe sie auch nicht angeschrien. Ne? Ich habe alles als Ausrede benutzt, was ich nicht getan habe. Ne? Sie haben sich verteidigt sozusagen. Ich habe mich verteidigt. Nicht? Wir sind ja auch trainiert. Wir werden ja schon als Kleinkind so erzogen, dass wir für alles eine Ausrede haben. Nicht? Weil wenn wir einen Fehler machen als Kleinkind, lernen wir, dass wir dafür eher bestraft werden, kritisiert werden. Nicht?
Es ist ja niemand da, der sagt, warum und so weiter und das nächste Mal machst du es nicht mehr, sondern die Erziehung bei uns ist ja so, dass man ja eher mit Strafe rechnen muss, wenn man etwas falsch macht. Und daher haben wir uns antrainiert, sozusagen über das Leben hinweg, dass wir für alles eine Ausrede brauchen. Ne? Es spiegelt sich auch wieder in der Gesellschaft, vor allem in der Wirtschaft, ein Manager, der einen Fehler zugibt, also der kann gleich kündigen, nicht? Also ich kenne kaum ein Unternehmen, wo man sich leisten kann als Führungskraft, dass man einen Fehler zugeben darf. Ne? Also wie ist es dann eben weitergegangen? Es war eine Stimme da. Sie wissen nicht, wer diese Stimme war, die gesagt hat, das war Naja, nicht in Ordnung. ich habe schon eine innere Überzeugung. Ja. Also für mich war das eigentlich die Stimme Jesu. Wobei ich nicht sagen kann, dass ich Jesus gesehen hätte als Person. Es war eine innere Es war Gewissheit. einfach eine innere Gewissheit. Nicht? Eine ganze Weile hat das gedauert, dass ich Ausreden benutzt habe. Und dann kam ich in eine Situation, die für mich dann letztendlich sehr dramatisch geworden ist. Es gab für mich zwei Möglichkeiten. Einmal gab es für mich die Möglichkeit zu sagen, ja, es war falsch, das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, zu sagen, wenn es nicht in Ordnung war, ja, dann gehört mir eben eine Strafe. Und diese zwei Möglichkeiten haben mich in ein völliges Dilemma versetzt. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und dieses Dilemma hat dahin zugeführt, dass um mich sozusagen ein riesiger Kampf entstanden ist. Den haben Sie wahrgenommen, Den habe diesen ich Kampf. wahrgenommen. Der hatte für mich Wochen, wenn nicht Monate gedauert. Das war eine Art geistiger Kampf. Das war ein geistiger Kampf, wo ich aber Wesen gesehen habe, die mich auf die eine Seite ziehen wollten und die anderen auf die andere Seite. Und dieser Kampf war dort, ja, als würden sie mich zerreißen, in Stücke zerreißen. Und können Sie diese Wesen beschreiben? Ja, also man kann nicht hergehen, dass die Wesen, die mich auf die eine Seite gezogen hätten, dass die alle nur schön waren und die anderen nur hässlich. So war das überhaupt nicht, nicht? Sondern ja auch ja, also vom Äußerlichen, vom Aussehen her, hätte ich das nicht unterscheiden können, was ist die richtige Entscheidung. Das heißt, Sie haben nicht Licht und Dunkel wahrgenommen, dass es klar war, das ist Licht, das ist Dunkel. Ich konnte es nicht sagen, welche Antwort jetzt eigentlich die richtige wäre. Nein, konnte ich nicht. Zu welcher Antwort haben Sie sich dann durchgerungen? Ja, letztendlich hat die Seite gewonnen, die Antwort sozusagen von mir gewünscht hat, dass ich sage, es war nicht in Ordnung. Aber Und ohne Strafe auf sich ohne nehmen zu Strafe auf sich wollen. zu nehmen. Und dann ist plötzlich dieser Lebensfilm weitergegangen. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott keinen Menschen verurteilt. Die Barmherzigkeit Gottes ist so groß, dass er jede Sünde vergeben kann, ganz egal, was es war. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch sich selbst verurteilt, weil er ja, diese Schuld nicht einfach nur auf sich nehmen kann, sondern den Stolz hat, zu sagen, durch Strafe kann ich wieder etwas gut machen. Meines Erachtens ist das nur ein Stolz, der einen veranlasst, zu sagen, ja, ich will dafür die Strafe. Das heißt, in dieser Phase, die Sie erlebt haben, ist das Wesentliche einfach nur die Schuld einzugestehen, zu sagen, das war nicht in Ordnung. Und haben Sie dann erlebt, dass eben Jesus oder Gott Sie irgendwie befreit hat von dieser Schuld? War da irgendwie ein Erlebnis damit verbunden? Also ich hatte dann den Eindruck, auch in den nächstfolgenden Situationen, wo man dann natürlich dann weiß, worauf es ankommt sofort, dass sozusagen die Schuld wie abgesaugt wird fast von Jesus, ja, von dieser Stimme. Die wartet darauf, dass wir es annehmen, sozusagen eingestehen und das genügt. Alles andere macht er. Und können Sie diese Stimme beschreiben, die Sie als die Stimme Jesu identifiziert haben? War das eine sanfte Stimme, eine fordernde, Es war keine anklagende, es war auch keine fordernde, es war eine angenehme Stimme, aber aber bestimmt? bestimmt und angenehm. Also da gab es keine Zweifel an irgendetwas. Sie war angenehm und bestimmt. Und Sie haben nur die Stimme gehört und nicht irgendeine Nähe wahrgenommen. Doch, ich habe schon eine Nähe wahrgenommen, nur ich kann nicht etwas bildlich beschreiben. Na, es gab natürlich auch Situationen, wo ich eigentlich schon gewartet habe, was jetzt kommen wird, nicht? Weil man gewisse Fehler im Leben ist man sich ja auch bewusst. Nicht? Also eine Situation, die für mich, weil vor der hatte ich wirklich Angst, muss ich sagen, war, dass ich in meinem Leben einmal meiner Mutter 5 Schillinge gestohlen habe. Nicht?
Und das war nicht so wenig damals. Das kann man sicher heute auch mit 5 Euro vergleichen. Und ich habe diese 5 Schillinge auch einmal zurückgegeben. Und ja, aber ich hatte fürchterliche Angst vor diesem Augenblick. Und der ist aber nicht gekommen. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist das nicht gekommen? Und bin nach Jahren eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich all die Fehler, die ich bekannt habe, also angenommen habe, dann auch bereut habe, nicht gekommen sind. Das heißt, alles, was Sie vorher gebeichtet haben, ist nicht aufgetaucht. Das Ist war nicht wirklich, als wäre es aufgetaucht, nie ja. gewesen. Als wäre es nie gewesen, ja. Also nur jene Ereignisse, die Sie nicht vorher als Schuld wahrgenommen haben oder als... Wahrgenommen habe oder auch nicht wirklich bereut habe, weil man macht ja auch Fehler im Leben, weil man ja weiß, das ist nicht so ganz korrekt, aber man will es ja trotzdem haben, dieses eine oder andere nicht. Und rechtfertigt einfach seine Handlungen ja dadurch, nicht? Wenn man ein Ziel hat, nicht? Durch ein Ziel lässt sich ja vieles rechtfertigen. Ja. Sie haben dann eben weitere Ereignisse vor Augen gestellt bekommen und Sie sagen, das Ringen, das Sie vorher beschrieben haben, hat für Sie scheinbar sehr lang gedauert. Das Das hat hätten Jahre oder Jahrzehnte sein können nach dem irdischen Zeitempfinden, obwohl es eben nach der irdischen Uhr vielleicht nur vielleicht einige Sekunden Minuten oder waren, Sekunden ja. waren. Ja, am Ende dieses Reinigungsprozesses, wenn ich das so beschreiben darf, ist wieder diese Finsternis gekommen. Wobei ich sagen muss, diese Finsternis ist nicht eine Finsternis, wie wir sie kennen, sondern sie ist schon irgendwie sehr unheimlich, denn da ist einfach gar nichts. Nicht, wir sind ja gewohnt, etwas wahrzunehmen, selbst wenn es ganz finster und dunkel ist. Aber da nimmt man praktisch überhaupt nichts wahr. Also es ist nicht nur eine Dunkelheit in dem Sinne, sondern auch eine totale Verlassenheit. Wie haben Sie sich damals gefühlt? Ja, also das ist irgendwo hilflos. Hilflos und einsam Hilflos, vielleicht? hilflos, fürchterlich einsam. Man schwebt sozusagen Im und gibt Nichts. kein Nichts. Nicht? Es gibt keinen Boden in Sicht oder sonst etwas. Aber das Bewusstsein ist einfach da. Bewusstsein ist da. Und wie lang Ja, dieser... es hat nicht, also vom Empfinden her nicht allzu lange gedauert, bis ich dann gesehen habe, so einen ganz, ganz hellen, kleinen Punkt. Ein Punkt so groß wie ein Stecknadelkopf, bis ich ihn wahrgenommen habe. Und dieser Punkt war das unheimlich Faszinierende. Ja, man sagt, das ist Licht. Das ist aber mit dem Licht, das wir kennen, überhaupt nicht vergleichbar. Nicht? Dieses Licht hat nicht nur eine Leuchtkraft an sich, sondern es hat einen Glanz in sich. Es hat eine Anziehungskraft, eine immense an sich. Für mich war sofort klar, das ist meine Heimat, dort muss ich hin, zu diesem Licht. Es hat sie hingezogen zu dem Licht. Absolut, also das war für mich ganz klar, zu dem Licht muss ich irgendwie hin. Und ich wusste ja noch nicht, wie komme ich zum Licht. Nur allein der Gedanke, dass ich hin will, hat dazu geführt, dass ich mich auf den Weg gemacht habe zu dem Licht. Das heißt, die Sehnsucht hat sie näher gebracht. Die Sehnsucht hat mich näher gebracht, ja. Wie lange ist das ungefähr gegangen? Ja, es ist so, dass ich da einiges erlebt habe, auf diesem Weg zum Licht sozusagen. Das, die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass ich auch andere wahrgenommen habe, die zum Licht unterwegs waren. Personen oder Geistwesen? Ich würde einfach sagen, andere Seelen. Da war ich dann wieder sehr überrascht, dass ich mich mit jeder Seele auch unterhalten konnte. Das heißt, Sie haben sich in Sprachen, in menschlichen Sprachen Ja, also, unterhalten. ja, man kann sich in jeder Sprache unterhalten. Wobei diese Sprache in dem Sinne auch etwas mit den Gedanken ja selbst zu tun hat, den man natürlich auch vom anderen wahrnimmt. Kann man so sagen, dass die Gedanken auch offenbar sind für alle anderen? Ich glaube nicht alle Gedanken, aber doch viele Gedanken, ja. Also ich habe ja dann die Erfahrung gemacht und die Überzeugung gewonnen, dass wir immer mehr Anteil haben am gesamten universalen Wissen. Das heißt, was die Menschheit jemals wissen kann, weiß man dann auch oder man hat Zugang. Nicht? Sobald man sich eine Frage stellt, hat man die Antwort. Wie ich so mit den anderen unterwegs war, da hatte ich so das Gefühl, ich könnte mich so richtig verbinden auch mit den anderen. Also wir sind, ich bin nicht nur ein Individuum, sondern wir sind auch eine Gemeinschaft, die unterwegs ist. Und da hatte ich sozusagen die Frage,
plötzlich höre ich dann auf zu existieren, wenn ich mich jetzt schon sozusagen mit anderen beginne, da zu verbinden, wenn ich im Licht ankomme, höre ich dann auf zu existieren oder nicht. Und für mich war dann ganz klar, ich bleibe immer ein Individuum. Und aufgrund dessen habe ich dann auch diese Erfahrungen gemacht, die mir dann auch die Gewissheit gegeben haben, also ich bleibe immer ich. Also ich ende nicht in einem sogenannten Nirvana. Nirvana gibt's keins. Das behauptet zumindest Josef Atzmüller. Mit 16 Jahren ist er an einem Blinddarmdurchbruch gestorben. 8 Stunden später war er wieder zurück im irdischen Leben. Dazwischen hat er allerhand erlebt. Im Jenseits, in der Ewigkeit, sagt er. Von einem Verlöschen der Seele, wie es manche annehmen, keine Spur, erinnert sich Josef Atzmüller. Im Gegenteil, außer ihm waren da noch viele andere, die sich gemeinsam auf den Weg gemacht hatten. Beate Bruckner im Gespräch mit Josef Atzmüller. Diese anderen, die da mit ihnen unterwegs waren, wussten sie, wer das ist, woher die kommen? Waren die aus anderen Nationen, Völkern? Ja, es waren letztendlich ja Tausende und aus allen Völkern und Stämmen der Menschheit sozusagen. Ich kann mich aber nicht erinnern, ich könnte nicht sagen, dass ich irgendjemandem, meinem Verwandten begegnet wäre. Es ist eigentlich so, dass wir von dem Äußeren her den Verwandten auch nicht erkennen würden. Denn die Seele nimmt eine Schönheit dann an, die wir eigentlich in dieser Welt gar nicht erlangen können. Und wir erkennen den anderen viel mehr an den Eigenschaften, als am Aussehen. Jeder ist unendlich schön. Seine körperlichen Defizite, sofern er welche hat, sind einfach nicht mehr gegenwärtig. Aber es ist doch etwas Leibliches da. Es ist etwas Leibliches, wie wir es gewohnt sind, jemanden zu sehen, so etwas ist da. Ja. Verklärt. Verklärt. Aber auch mit Kopf, Armen, ja, also Beinen schon, und so ähnlich, wie wir aussehen. Ja. Und Sie hätten aber nicht etwas machen können, das anderen schadet. Diese Phase war sozusagen schon hinter Ihnen, wo Sie gesehen haben, wo Sie im Leben eben gegen die Liebe gehandelt haben, um das mal so zu definieren. Und dann wollen alle Seelen, die dann unterwegs sind, auf das Licht nur das Gute. Also da gibt es keinen einzigen, der irgendwo einen Schaden anrichten möchte. Ja. Es gibt irgendwo sogar das Bedürfnis, vielleicht anderen zu helfen, damit sie eben keinen Schaden anrichten. Man macht aber die Erfahrung, dass das nicht geht. Nicht? Also die Menschen nehmen einen nicht wahr. Nicht? Man kann sich bemühen, so viel man will. Die Menschen sind fixiert auf ein Ziel, das sie haben, ein Vorhaben, das sie haben, sind fixiert, aus ihrer eigenen Gedankenwelt zu leben und nehmen Informationen sozusagen aus der geistigen Welt in dem Sinne nicht an, weil es nicht den Erfahrungen entspricht, die wir mit den Sinnesorganen machen. Also wir reduzieren uns eigentlich auf die Wahrnehmungen der Sinnesorgane. Also Sie haben dann so ein bisschen herumexperimentiert, was da so alles möglich ist, und sind aber trotzdem immer weiter auf das Licht zugegangen, gemeinsam mit anderen. Und haben Sie dieses Licht erreicht? Und wie ist es dann auch dazu gekommen, dass Sie doch wieder zurückgekehrt sind? Also ich bin ganz nahe an dieses Licht sozusagen, an diesen Eintritt in dieses vollkommene Licht gekommen. Und der Zustand war unglaublich. Unglaublich, weil jeden Einzelnen, den man hier an sich hat, liebt man viel mehr, als man einen Menschen überhaupt lieben kann. Unglaublich, weil alles eine Herrlichkeit und Pracht in sich hat, die man überhaupt nicht beschreiben kann. Unser Wortschatz reicht da überhaupt nicht aus. Wenn ich vielleicht ein Beispiel geben darf, nicht, wenn Sie mich fragen würden, ist dort alles bunt oder ist alles weiß, dann müsste ich antworten, es ist alles bunt und es ist alles weiß. Das ist sowohl als auch, dass da plötzlich möglich ist. Nicht? Oder wenn Sie mich fragen, ob alles in Musik sozusagen eingetaucht ist, umhüllt ist von einer wunderbaren Musik, oder ob es total still ist bei Gott, dann muss ich sagen, es ist absolut still und es herrscht gleichzeitig die herrlichste Melodie, die kein Mensch erfinden kann. Man hat sogar das Gefühl, als wäre man ein Ton in dieser Musik oder
ein Farbtupfer in dieser prächtigen Landschaft. Und es ist ein anderer Bewusstseinszustand, der wunderschön ist, wie Sie beschreiben. Was deutet jetzt eigentlich darauf hin, dass dieses Licht, das klingt für mich so abstrakt, dass das unser persönlicher, dreifaltiger Gott ist? Hat es da auch irgendetwas gegeben, dass Sie ihn als Person erkennen konnten? Also ich kann ihn nicht als Person beschreiben als solches. Ich habe nur den Auftrag bekommen, zurückzukehren in meinen Körper. Wie ist das passiert? Ja, das war eine ganz klare, eindeutige Stimme, die mir gesagt hat, kehr zurück in deinen Körper. Und meine Reaktion war, das kommt überhaupt nicht in Frage. Diese Herrlichkeit, die man da erlebt, die will man nicht einfach so verlassen. Also ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass ein Mensch, der wirklich Sterbeerfahrung gemacht hat, dass der zurück will in dieses Leben. Sie haben zuerst sich gesträubt und dann aber offensichtlich doch Folge geleistet. Ich konnte ja gar nicht widerstehen. Nicht? Also es war zwar eine Reaktion sozusagen, aber widerstehen wirklich kann man ja gar nicht. Nicht? Man macht natürlich das. Nicht? Und so bin ich auch zurückgekehrt zu meinem Körper. Ich habe meinen Körper dann liegen gesehen, bin eingetaucht, so wie man in ein Wasser springt. Nicht? Eingetaucht in diesen Körper. Und das war fürchterlich für mich. Nicht, weil mit einem Schlag plötzlich das ganze Leiden des Körpers für mich spürbar war. Und auch wieder die Grenzen, die Enge. Ja, also das war ganz eine schlimme Situation. Und können Sie uns jetzt sagen, wie viele Stunden da vergangen sind zwischen dem Moment Ihrer Todeserklärung durch die Ärzte und dann eben dem Moment, wo festgestellt wurde, dass da noch Leben oder dass Sie wieder leben? Von der Erklärung bis zum mich auffinden, dass ich wieder lebe, sind 8 Stunden vergangen. Nur wie lange das wirklich gedauert hat, was ich alles erlebt habe, das kann ich nicht sagen. Es war nach unserer Zeitrechnung, waren es 8 Stunden, aber für Sie war es etwas viel Größeres, Jahre gedauert, nach dem Empfinden. Wie hat sich das dann ereignet, als jemand bemerkt hat, dass sich da was bewegt? Ich habe festgestellt, dass ich ja nicht mehr in meinem Krankenbett, ja im Bett sehr wohl, aber nicht mehr im Krankenzimmer gelegen bin. Man hat das Bett in einen sozusagen, ja, für mich war es jetzt also ein Dusch- und Abstellerraum geschoben gehabt. Ja, ich habe mir dann eben gedacht, dass also irgendwie sollte ich mich bemerkbar machen. Nicht? Und ja, Stimme war keine, bewegen konnte ich nichts. Ja, der Gedanke war so, es kann ja nicht sein, dass ich zurückkehren soll in den Körper und dann lebendig begraben werde. Also das macht ja auch nicht wirklich einen Sinn. Und so habe ich dann einfach noch einmal auf die Suche gemacht, ob ich nicht irgendwie Zeichen geben kann. Und habe dann entdeckt eben, dass auf meiner großen Zehe, die ich bewegen konnte, das war das Einzige, was ich bewegen konnte, dann eben mit einem Bindfadenzettel, also ein Schild angebunden war mit meinem Namen, und gestorben am, um und so weiter. Ja. Und ich habe mir da ein bisschen gewackelt. Ja. Und ich habe mir eben dann gedacht, na, wenn jemand kommt, versuche ich das, ob ich das wieder schaffe. Und wenn, dann werden wir ja sehen, ob das jemand auch bemerkt. Und so war es dann auch. Dass eine Krankenschwester gekommen ist und ich habe die Zehe bewegt und die ist dann schreiend rausgelaufen. Und dann sind die Ärzte gekommen. Und dann sind Helfer gekommen, auch Ärzte gekommen. Ich finde es immer noch etwas sehr eigenartig. Nicht? Also das Wichtigste in dieser Situation war für das Personal, ist der Totenschein noch im Hause. Ne? Das hat mich ein bisschen entfremdet. Nicht? Also, als wenn es nichts Wichtigeres geben würde als ein Stück Papier. Ne? Wenn Sie jetzt so an diese Zeit zurückdenken, die Sie da auch im Krankenhaus verbracht haben, mit doch der Erwartung, dass der Tod auf Sie zukommt. Was waren für Sie Ereignisse, die wichtig waren, die Sie irgendwie bestärkt haben, die Hoffnung gegeben haben? Und was war irgendwie für Sie schmerzlich und bitter? Ja, schmerzlich und bitter ist eigentlich für mich, dass man, je besser es einem körperlich geht, umso unzufriedener wird man. Nicht? Weil man möchte plötzlich auch nicht nur das bewegen können, sondern auch das bewegen können und so weiter. Man wird immer unzufriedener. Es gibt aber auch sehr schöne positive Erinnerungen. Positiv für mich war immer wieder ein Besuch von einer Ordensfrau, die nie ein Wort gesagt hat, sich zu mir gesetzt hat. Und wenn sie gemerkt hat, dass ich sehr viel Schmerzen habe, wenn ich leide, dann hat sie ihre Hand auf mich gelegt. Diese Berührung
war für mich unendlich kostbar. Das war wie wenn Energie, Kraft, Leben von ihr zu mir überfließen würde. Also ich halte für sehr wichtig, dass man Menschen auch berührt. Berührt im Sinne von, ich will dir was geben, ich will dich trösten, ich stehe dir bei. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, ich bin da, du bist nicht alleine. Glauben Sie, dass ein Unterschied ist, ob man sich bewusst vorbereitet und auch schon mit Gott lebt oder ob man zum Beispiel Gott ganz ausblendet im eigenen Leben und halt nur vielleicht auf den eigenen Vorteil schaut, dass da schon auch dann in dem, was man erlebt, nach dem Sterben Unterschiede sein werden? Wir bereiten uns ja auch vor, wenn ein Kind geboren wird. Und für die wichtigste Geburt sozusagen, in diese Geburt, in diese Herrlichkeit, in diese Ewigkeit hinein, ja, das sollten wir schon auch etwas tun. Für Christen wäre es wichtig, dass sie ihren Glauben auch wirklich leben. Und wenn ich spreche davon, Glauben leben, dann heißt das für mich aktiv leben und nicht einfach nur zu sagen, ja, es wird schon einen Gott geben. Sich dieses Ja zu Gott wirklich täglich abzuringen. Und Gott mit einzubeziehen. Einzubeziehen in seine Entscheidungen, genau, so sagen es. Und Sie haben auch vorher erwähnt, dass Sie so in der Todesphase die Sehnsucht hatten, mit allen versöhnt zu sein. Nehme ich an, dass auch dazu gehört, sich vorzubereiten, dass man immer versucht, ein versöhntes Leben zu führen und mit den Mitmenschen und mit Gott und mit sich selbst versöhnt zu sein. Sie sagen es, also das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt in diesem Leben, dass wir versuchen, miteinander versöhnt zu sein, aber auch mit Gott, auch mit sich selbst. Das ist auch nicht immer so einfach. Wir haben ja auch Konflikte in uns selbst, mit denen wir nicht immer so einfach zurande kommen, weil wir eben nicht wissen immer, ob eine Entscheidung gut oder schlecht ist. Und aufgrund dieser besonderen Erfahrung, die Sie gemacht haben, wollen Sie da so eine Botschaft geben? Ja, also für mich ist Gott die Liebe. Bildlich vielleicht gesprochen, Liebe kann man so schwer beschreiben, nicht? Also unter Menschen würde ich sagen, die größte Liebe ist, den anderen einfach zu akzeptieren, wie er ist und nicht ändern wollen. Nicht? Denn ihn akzeptieren bedeutet, dass er eine wirkliche Chance hat, auch sich ändern zu können. Nicht? Für mich ist Gott auch Licht, die Hoffnung letztendlich, die große Hoffnung. Und ich würde mir wünschen, wenn jeder den Mut hätte, sozusagen auch ein Kind des Lichtes zu sein. Dass dieser menschgewordene Gott, das Liebe, menschgewordene Gott wirklich in uns lebendig wird. Lebendig wird, um ein Reich zu errichten sozusagen. Schon hier beginnt dieses Gottesreich und nicht erst dann, wenn wir in die neue Welt hineingeboren sind, in diese ewige Welt hineingeboren sind. Und das ist eigentlich meine Sehnsucht und auch meine Hoffnung, wenn ich darüber spreche, dass hier in manchem Herzen sich ein bisschen was bewegt, ein bisschen Licht und Hoffnung entsteht und ja, und setze sich konkret fort, indem ich auch Seminare anbiete und letztendlich auch ein Buch jetzt schreibe, das sich beschäftigt eben ganz mit diesem Thema Kinder des Lichts mitbauen am Königreich Jesu Christi. Das heißt, man kann die Ewigkeit schon jetzt hereinholen, in alles tun, wenn wir mit Gott verbunden sind, dass da ein Stück der Herrlichkeit schon gebaut wird, entsteht, die man dann später noch in einer ganz anderen Form erleben wird. Ja, das ist das eine. Und das andere, was für uns praktisch gesehen noch viel bedeutsamer ist, ist, dass wir die Ereignisse dieser Welt auch in die Ewigkeit hineintragen können. Nur was wir wirklich gereinigt ist und vollkommen ist, hat auch Platz in der Ewigkeit. Alles andere, ja, ist totes Werk. Selbst die guten Werke, wenn sie nicht letztendlich in Gottes Hände gelegt werden, bleiben tote Werke. Kann man sagen, ein Leben verbunden mit Gott, wo Gott einfach alles berühren darf, alles... Es erleichtert ja das ganze Leben wesentlich, wenn man sagt, okay, da gibt es noch eine Instanz über mir, ich bin nicht die letzte Instanz. Nicht? Da gibt es noch jemanden, der mir alles zum Guten führt, denn alles, was ich in seine Hände lege, ganz egal, ob es gut oder schlecht war, hat nur eine gute Folgewirkung. Und dieses Bewusstsein, das im Übergeben alles eine gute Folgewirkung hat. Also selbst die größte Untat, die ein Mensch vollbringen kann, bringt Segen, wenn es Gott sozusagen übergeben wird. Er kann aus allem Unheil Heil machen. Er macht aus allem Heil. Der Sinn des Lebens ist nicht, dass wir hier leben, sondern der Sinn des Lebens ist, dass wir eigentlich vollkommener werden, frei werden und Gott viel ähnlicher werden,
als würden wir nicht geboren sein in diese Welt, um die vollkommene Herrlichkeit wirklich mit ihm teilen zu können. Gibt es ein Weiterleben nach dem Tod? Diese Frage haben wir in der heutigen Sendung gestellt. Josef Atzmüller hat seine Eindrücke vom Jenseits geschildert, als er damals als Jugendlicher an einem Blinddarmdurchbruch verstorben war. Mit Josef Atzmüller gesprochen hat Beate Bruckner. Die eben gehörte Sendung können Sie übrigens bei Mitwirken, also sozusagen der Hauptdarsteller bin. Ich habe sozusagen Phasen meines Lebens erlebt. Erlebt oder gesehen? Das kann man nicht so einfach trennen. Man sieht es und erlebt es. Es wird praktisch die Zeit, wenn man so will, wieder hereingeholt. Da ist dann von der Geburt an oder von welchem Zeitpunkt an? Also für mich war dieser Ablauf des Lebensfilms sozusagen schon chronologisch meines Lebenslaufes gegeben. Wobei aber nur Teile, ich mich an, wirklich an Teile nur erinnern kann, wo ich in meinem Leben falsche Entscheidungen getroffen habe. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich sagen hätte können, Josef, das hast du klasse gemacht, das war gut, das war toll. Ich kann mich nur erinnern an Situationen, wo ich einfach falsche Entscheidungen getroffen habe. Ich denke, dass das auch aus meiner Überzeugung heraus wichtig ist, dass das so ist. Denn was wirklich in uns sterben muss, sozusagen, ist eigentlich unser Stolz. Nicht? Und wenn wir jetzt unsere guten Taten, also unsere guten Taten sehen würden, ja, dann wird es schwer sein, sozusagen diese Reinigung zu erfahren, die notwendig ist, um in diese ewige Herrlichkeit eingehen zu können. Das heißt, es hat einfach begonnen mit einer Situation in Ihrem Leben, wo Sie das erste Mal sich falsch entschieden haben. Ja, wobei die erste für mich wichtige Situation war eigentlich, wie ich 4 Jahre alt war und ich meine Schwester, wir sagen im Waldviertel, sekiert habe, also geärgert habe, verärgert habe. Und da war eine Stimme da, die gesagt hat, das war nicht in Ordnung. Und ich wollte das absolut nicht akzeptieren. Nicht? Warum war das nicht in Ordnung? Ich habe sie nicht verletzt, ich habe sie auch nicht angeschrien. Ne? Ich habe alles als Ausrede benutzt, was ich nicht getan habe. Ne? Sie haben sich verteidigt sozusagen. Ich habe mich verteidigt. Nicht? Wir sind ja auch trainiert. Wir werden ja schon als Kleinkind so erzogen, dass wir für alles eine Ausrede haben. Nicht? Weil wenn wir einen Fehler machen als Kleinkind, lernen wir, dass wir dafür eher bestraft werden, kritisiert werden. Nicht? Es ist ja niemand da, der sagt, warum und so weiter und das nächste Mal machst du es nicht mehr, sondern die Erziehung bei uns ist ja so, dass man ja eher mit Strafe rechnen muss, wenn man etwas falsch macht. Und daher haben wir uns antrainiert sozusagen über das Leben hinweg, dass wir für alles eine Ausrede brauchen. Nicht? Es spielt sich auch wieder in der Gesellschaft, vor allem in der Wirtschaft. Ist alles aus? Geht's weiter? Wenn, dann wie? Leider ist noch keiner zurückgekommen, der Licht ins Dunkel dieser Fragen bringen könnte. Doch, einer ist zurückgekommen, Jesus. Aber auch andere konnten einen Blick ins Jenseits werfen. Josef Atzmüller zum Beispiel. Im Gespräch mit Beate Bruckner erinnert er sich an jene Stunden, die er, so sagt er, im Jenseits verbracht hat. Wie sie dann eben den Körper verlassen haben und sich von außen auch da liegen sehen konnten und wahrnehmen, waren Sie dann bereits als klinisch tot erklärt? Also das kann ich nicht ganz so sagen, das weiß ich nicht konkret. Ja, ich weiß nur, dass ich dann für tot erklärt worden bin, kurz nach 20 Uhr. Wie spät es wirklich ist, man verliert nämlich jeden Bezug zur Zeit. Ja, man trennt sich von der Zeit sozusagen. Es gibt zwar Abläufe, es gibt Prozesse, aber die Zeit, wie wir es empfinden, die gibt es dann nicht mehr. Wir empfinden diese Zeit ja nur deswegen so, weil wir vergänglich sind oder in einem vergänglichen Körper sind. Deswegen haben wir dieses Zeitempfinden, deswegen sind wir gebunden an die Zeit. Nachher gibt es nichts Vergängliches mehr in diesem Sinne. Und daher, ja, es werden Sekunden zu Jahren, zu Jahrtausenden, es werden Jahrtausende zu Sekunden. Man verliert diese Zeit. Im Grunde genommen, wenn ich Ewigkeit definieren würde, würde ich ja sagen, Ewigkeit ist etwas, wo die ganze Zeit enthalten ist und ich kann mir aussuchen, welchen Zeitpunkt ich jetzt betrachte oder an welchem Zeitpunkt ich stehe. Das ist die Vergegenwärtigung einer x-beliebigen Zeit. Zeit hat Raum in der Ewigkeit, ja?
Aber Ewigkeit ist nicht die Zeit, die nicht aufhört, sondern sie ist wirklich von der Zeit losgelöst. Wie Sie dann eben sich losgelöst gefühlt haben, war es am Anfang, wie Sie gesagt haben, etwas chaotisch und verwirrend? Und war es dann irgendwie schlimm mitzubekommen, dass Sie für tot erklärt werden? Oder ist es dann gleichgültig? Ich war natürlich schon irgendwie auch angespannt, weil ich ja auch nicht wusste, was geschehen wird. Ja, ich habe dann erlebt, dass es dann um mich völlig auch finster geworden ist. Und in dieser Finsternis habe ich so etwas plötzlich wie einen Film gesehen. Und ich habe am Anfang gar nichts anfangen können damit. Ich habe aber dann festgestellt, dass ich selbst in diesem Film getaucht. Das war wirklich, als wäre es nie gewesen. Als wäre es nie gewesen, ja. Also nur jene Ereignisse, die Sie nicht vorher als Schuld wahrgenommen haben. Wahrgenommen habe oder auch nicht wirklich bereut habe, weil man macht ja auch Fehler im Leben. Weil man ja weiß, das ist nicht so ganz korrekt, aber man will es ja trotzdem haben, dieses eine oder andere nicht. Und rechtfertigt einfach seine Handlungen ja dadurch, nicht? Wenn man ein Ziel hat. Nicht? Durch ein Ziel lässt sich ja vieles rechtfertigen. Ja. Sie haben dann eben weitere Ereignisse vor Augen gestellt bekommen und Sie sagen, das Ringen, das Sie vorher beschrieben haben, hat für Sie scheinbar sehr lang gedauert. Das hätten Jahre oder Jahrzehnte sein können nach dem irdischen Zeitempfinden, obwohl es eben nach der irdischen Uhr vielleicht nur einige Minuten oder Sekunden waren. Ja, am Ende dieses Reinigungsprozesses, wenn ich das so beschreiben darf, ist wieder diese Finsternis gekommen. Wobei ich sagen muss, diese Finsternis ist nicht eine Finsternis, wie wir sie kennen, sondern sie ist schon irgendwie sehr unheimlich, denn da ist einfach gar nichts. Nicht? Wir sind ja gewohnt, etwas wahrzunehmen, selbst wenn es ganz finster und dunkel ist. Aber da nimmt man praktisch überhaupt nichts wahr. Also es ist nicht nur eine Dunkelheit in dem Sinne, sondern auch eine totale Verlassenheit. Wie haben Sie sich damals gefühlt? Ja, also das ist immer hilflos. Hilflos und einsam hilflos, vielleicht? Hilflos, fürchterlich einsam. Man schwebt sozusagen im und Nichts. Gibt kein Nichts. Nicht? Es gibt keinen Boden in Sicht oder sonst etwas. Aber das Bewusstsein ist einfach da. Das Bewusstsein ist da. Und wie lang? Ja, es hat nicht, also vom Empfinden her nicht allzu lange gedauert, bis ich dann gesehen habe, so einen ganz, ganz hellen, kleinen Punkt. Ein Punkt so groß wie ein Stecknadelkopf, bis ich ihn wahrgenommen habe. Und dieser Punkt war das unheimlich Faszinierendes. Ja, man sagt, das ist Licht. Das ist aber mit dem Licht, das wir kennen, überhaupt nicht vergleichbar. Nicht? Dieses Licht hat nicht nur eine Leuchtkraft an sich, sondern es hat einen Glanz in sich. Es hat eine Anziehungskraft, eine immense an sich. Für mich war sofort klar, das ist meine Heimat, dort muss ich hin, zu diesem Licht. Es hat Sie hingezogen zu dem Licht. Absolut, also das war für mich ganz klar, zu dem Licht muss ich irgendwie hin. Und ich wusste ja noch nicht, wie komme ich zum Licht. Nur allein der Gedanke, dass ich hin will, hat dazu geführt, dass ich mich auf dem Weg, der einen Fehler zugibt, also der kann gleich kündigen nicht. Also ich kenne kaum ein Unternehmen, wo man sich leisten kann als Führungskraft, dass man einen Fehler zugeben darf. Ne? Also wie ist es dann eben weitergegangen? Es war eine Stimme da, Sie wissen nicht, wer diese Stimme war, die gesagt hat, das war nicht in Ordnung? Ich habe schon eine innere Überzeugung. Ja. Also für mich war das eigentlich die Stimme Jesu. Wobei ich nicht sagen kann, dass ich Jesus gesehen hätte als Person. Es war eine innere Gewissheit. Es war einfach eine innere Gewissheit. Nicht? Eine ganze Weile hat das gedauert, dass ich Ausreden benutzt habe. Und dann kam ich in eine Situation, die für mich dann letztendlich sehr dramatisch geworden ist. Es gab für mich zwei Möglichkeiten. Einmal gab es für mich die Möglichkeit zu sagen, ja, es war falsch, das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Die zweite Möglichkeit wäre gewesen, zu sagen, wenn es nicht in Ordnung war, ja, dann gehört mir eben eine Strafe. Und diese zwei Möglichkeiten haben mich in ein völliges Dilemma versetzt. Ich konnte mich nicht entscheiden. Und dieses Dilemma hat dahin zugeführt, dass um mich sozusagen ein riesiger Kampf entstanden ist. Den haben Sie wahrgenommen, diesen Kampf? Den habe ich wahrgenommen. Der hatte für mich Wochen, wenn nicht Monate gedauert. Das war eine Art geistiger Kampf? Das war ein geistiger Kampf, wo ich aber Wesen gesehen habe.
die mich auf die eine Seite ziehen wollten und die anderen auf die andere Seite. Und dieser Kampf war dort, ja, als würden sie mich zerreißen, in Stücke zerreißen. Und können Sie diese Wesen beschreiben? Ja, also man kann nicht hergehen, dass die Wesen, die mich auf die eine Seite gezogen hätten, dass die alle nur schön waren und die anderen nur hässlich. So war das überhaupt nicht. Nicht? Sondern ja auch ja, also vom Äußerlichen, vom Aussehen her, hätte ich das nicht unterscheiden können, was ist die richtige Entscheidung. Das heißt, Sie haben nicht Licht und Dunkel wahrgenommen, dass es klar war, das ist Licht, das ist Dunkel. Ich konnte es nicht sagen, welche Antwort jetzt eigentlich die richtige wäre. Nein, konnte ich nicht. Zu welcher Antwort haben Sie sich dann durchgerungen? Ja, letztendlich hat die Seite gewonnen, die die Antwort sozusagen von mir gewünscht hat, dass ich sage, es war nicht in Ordnung. Und aber ohne Strafe auf sich nehmen zu wollen. Ohne Strafe auf sich zu nehmen. Und dann ist plötzlich dieser Lebensfilm weitergegangen. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott keinen Menschen verurteilt. Die Barmherzigkeit Gottes ist so groß, dass er jede Sünde vergeben kann, ganz egal was es war. Ich bin der Überzeugung, dass jeder Mensch sich selbst verurteilt, weil er ja, diese Schuld nicht einfach nur auf sich nehmen kann, sondern den Stolz hat zu sagen, durch Strafe kann ich wieder etwas gut machen. Meines Erachtens ist das nur ein Stolz, der einen veranlasst, zu sagen, ja, ich will dafür die Strafe. Das heißt, in dieser Phase, die Sie erlebt haben, ist das Wesentliche einfach nur die Schuld einzugestehen, zu sagen, das war nicht in Ordnung. Und haben Sie dann erlebt, dass eben Jesus oder Gott Sie irgendwie befreit hat von dieser Schuld? War da irgendwie ein Erlebnis damit verbunden? Also ich hatte dann den Eindruck, auch in den nächstfolgenden Situationen, wo man dann natürlich dann weiß, worauf es ankommt sofort, dass sozusagen die Schuld wie abgesaugt wird fast von Jesus, ja, von dieser Stimme. Die wartet darauf, dass wir es annehmen, sozusagen eingestehen und das genügt. Alles andere macht er. Und können Sie diese Stimme beschreiben, die Sie als die Stimme Jesu identifiziert haben? War das eine sanfte Stimme, eine fordernde, anklagende? Es war keine anklagende, es war auch keine fordernde, es war eine angenehme Stimme. Aber bestimmt. Aber bestimmt und angenehm. Also da gab es keine Zweifel an irgendetwas. Sie war angenehm und bestimmt. Und Sie haben nur die Stimme gehört und nicht irgendeine Nähe wahrgenommen? Doch, ich habe schon eine Nähe wahrgenommen, nur ich kann nicht etwas bildlich beschreiben. Na, es gab natürlich auch Situationen, wo ich eigentlich schon gewartet habe, was jetzt kommen wird, nicht? Weil man gewisse Fehler im Leben ist man sich ja auch bewusst. Nicht? Also eine Situation, die für mich, weil vor der hatte ich wirklich Angst, muss ich sagen, war, dass ich in meinem Leben einmal meiner Mutter 5 Schillinge gestohlen habe, nicht? Und das war nicht so wenig damals. Das kann man sicher heute auch mit 5 Euro vergleichen. Und ich habe diese 5 Schillinge auch einmal zurückgegeben. Und ja, aber ich hatte fürchterliche Angst vor diesem Augenblick. Und der ist aber nicht gekommen. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum ist das nicht gekommen? Und bin nach Jahren eigentlich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich all die Fehler, die ich bekannt habe, also angenommen habe, dann auch bereut habe, nicht gekommen sind. Das heißt, alles, was Sie vorher gebeichtet haben, ist nicht aufgekommen.